gut informiert mit Lausitzwelle für Ostsachsen und Südbrandenburg. Wir sind die Region, genauso wie ihr. Ihr habt Talent, genauso wie wir. Zusammen geht's besser. Ihr werdet es merken. Gemeinsam verdoppeln wir unsere Stärken. Pläne gedeihen. Ansprüche wachsen. Bei 600.000 Kunden in Sachsen. 600.000 Mal sagen wir, klar, wenn ihr uns braucht, dann sind wir da. Weil es um mehr als Geld geht. Du, Oma, ich bin schon so aufgeregt. Nicht mehr lange und dann ist endlich wieder unser Heimatfest. Gibt's doch wieder das Kinderfest, das Feuerwerk und den Rummel? Ja, mein Schatz, das alles und eine große Party. Ganz viele Bühnen, einen tollen Festumzug und noch viel mehr. Ach, Oma, ich freue mich schon so. Aber kommst du auch? Nicht verpassen. Spremberger Heimatfest vom 9. bis zum 12. August. Alle Infos unter www.spremberger-heimatfest.de. Immer gut informiert mit der Drehscheibe Lausitz. Hallo und herzlich willkommen zur Freitagsausgabe der Drehscheibe Lausitz am 2. August. Schön, Sie mit den News aus Ostsachsen und Südbrandenburg begrüßen zu dürfen. Wir starten die Sendung heute in Görlitz. Eine 42-jährige Ukrainerin wird seit Dienstag dieser Woche am Landgericht der Prozess gemacht. Der Vorwurf: Einschleusung von über 120 Ausländern nach Deutschland. Hinter diesen Mauern am Görlitzer Postplatz befindet sich das Landgericht. Hier wird seit Dienstag dieser Woche einer 42-jährigen Ukrainerin der Prozess gemacht. Ihr wird zur Last gelegt, im vorigen Sommer in 6 Fällen Ausländer aus Polen oder Tschechien illegal nach Deutschland gebracht zu haben. Am 21. August soll die Angeklagte 26 Menschen in einem Transporter von Polen nach Deutschland eingeschleust haben. Das Fahrzeug sei in der Ortschaft Schöpstal bei Görlitz durch Polizeibeamte festgestellt und kontrolliert worden. Erschwerend kommt bei der Schuldzumessung hinzu, dass die Transporte auf unmenschliche Weise stattgefunden haben sollen. So habe die Angeschuldigte den Menschen keine Pause gestattet, nicht mal für Toilettengänge. Auch hätten die Geschleusten in dem Transporter kaum ausreichend Luft bekommen. Insgesamt soll die Angeklagte, die sich seit dem 22. August vorigen Jahres in Untersuchungshaft befindet, über 120 Menschen in das Bundesgebiet geschleust haben. Der Prozess wird fortgesetzt. Nach dem Vorstandswechsel im März diesen Jahres sieht nun der neue Vorstand des Vereins Freunde des Kulturhaus Laubusch optimistisch der Zukunft entgegen. Großer Motivator war das sehr erfolgreiche Kinder- und Familienfest im Juni. In enger Zusammenarbeit mit vielen Vereinen der Region aus Sport und Musik konnten um die 1000 Besucher nach Laubusch in das Kulturhaus gelockt werden. Aktuell umfasst der Verein 39 Mitglieder, davon ist ca. die Hälfte jünger als 40 Jahre. Die Finanzierung erfolgt durch Spenden und Fördergeldern. Die der Sächsischen Förderbank fließen noch bis Ende des Jahres. Eine Anschlussförderung ist allerdings noch offen.
Ferner will der Verein sich auch kulturell weiterentwickeln und steht dabei in enger Kooperation mit der Kulturfabrik Hoyerswerda. Es soll, ähnlich wie beim Vorbild, ein Ort zwischen Arbeit und Zuhause geschaffen werden. Auch eine Zusammenarbeit mit der Grundschule in Laubusch wird weiter angestrebt und soll vertieft werden. Beispielsweise mit Kinderkino, Schülerdisco oder Puppentheater. Neben dem Spaß soll es aber auch pädagogische Angebote geben. Außer dem Kinderkino möchte der Verein auch Kino für Erwachsene bieten. Das Projekt startet am 14. August mit dem ersten Teil der Harry Potter Reihe und wird von Sponsoren unterstützt. Geplant ist eine monatliche Fortsetzung, ähnlich wie beim Blow-Up-Kino der KUFA, mit Filmen, die in den großen Kinosälen eher nicht gezeigt werden. Der Vereinsvorstand kann sich auch eine Art Kinocafé vorstellen. Am 8. September zum Tag des offenen Denkmals gibt es in Zusammenarbeit mit dem Heimatverein einen Blick hinter die Kulissen. Und auch für den Rest des Jahres ist der Kalender prall gefüllt. Der Verein hat auch für das kommende Jahr schon einiges im Petto und betont, wie gut die Veranstaltungen auch von den Laubuschern angenommen werden. Die nächste große Veranstaltung ist nach dem Kinodebüt der Sommernachtsball am 24. August. Weitere Informationen bekommen Sie auf www.kulturhaus-laubusch.de. Auf dem Görlitzer Postplatz ist derzeit eine Freiluftausstellung der Bundeszentrale für politische Bildung zu sehen. Unter dem Thema Gründungsgeschichten 75 Jahre, 75 Orte, 75 Geschichten erinnert sie an die Gründung der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik vor 75 Jahren. Vor 75 Jahren wurde die deutsche Teilung vollzogen. 1949 wurde die Bundesrepublik Deutschland gegründet. Im Osten aus der sowjetischen Besatzungszone die Deutsche Demokratische Republik. Die Bundeszentrale für politische Bildung führt Besucher anhand von 75 Orten in das Jahr 1949. Es sind Orte in Ost- und Westdeutschland, in Nord- und Süddeutschland. Teils erinnern heute Gedenkstätten oder Zeichen an die Ereignisse vor 75 Jahren, teils sind die Orte heute nicht mehr erkennbar. Die Fotos bauen visuelle Brücken von heute ins Jahr 1949 und führen in die Gründungsgeschichten. 75 Geschichten lassen einen Blick auf den Alltag der Menschen im Jahr 1949 zu, auf ihre Sorgen, ihre Hoffnungen und Freizeitvergnügen. Sie widmen sich politischen Ereignissen, kulturellen Aufbrüchen und wirtschaftlichen Weichenstellungen. Sie weisen zurück auf das Kriegsende in Deutschland und erlauben manchen Ausblick in die 1950er Jahre. Der Postplatz in Görlitz ist frei begehbar. Die Ausstellung anzuschauen kostet demnach keinen Eintritt. Bänke zum Ausruhen auf dem Platz sind vorhanden und ringsrum gibt es Cafés und Restaurants. Noch ist Zeit für Besuche, auch von Schulklassen, denn die Ausstellung ist an diesem Ort noch bis zum 6. Oktober zu sehen. Verbunden mit dieser Ausstellung ist ein bundesweiter Schülerwettbewerb. Anhand von Erzählungen und Unterlagen von Großeltern werden nach weiteren Erlebnissen gesucht. Teilnehmen können Schulklassen, Arbeitsgruppen oder Oberstufenkurse. Die Geschichten müssen von den Lehrern mit Angabe der Schulanschrift und Klasse eingereicht werden. Das Material kann unter dem Kennwort Unsere Geschichten aus dem Jahr 1949 per E-Mail gesendet werden an deutschlandarchiv@bpb.de oder per Post an Redaktion Deutschlandarchiv Friedrichstraße 50 in Berlin. In beiden Fällen ist der Einsendeschluss der 30. September. Die Schule startet in Sachsen in der nächsten Woche wieder und die ersten Azubis haben bereits begonnen. Hochzeit für den öffentlichen Personennahverkehr, der nun wieder verstärkt benötigt wird. Diverse Umstände führen seit gestern in Görlitz zu erhöhten Kosten, wenn man die öffentlichen nutzen möchte oder muss. Aber es gibt auch einen Vorteil. Diese und weitere Kurznachrichten aus der Lausitz folgen jetzt. Die Preise für Bus- und Bahnfahrten im Zwonn-Gebiet sind gestiegen. Seit dem 1. August müssen Fahrgäste in Ostsachsen durchschnittlich 7,3% mehr bezahlen. Grund sind die gestiegenen Kosten in den Bereichen Personal, Energie, Rohstoffe und Wartung. Preisänderungen gab es jedoch nicht für Bildungstickets und Schülergruppen. Ebenfalls gilt in Görlitz nun der neue Europastadttarif, der das Stadtverkehrsticket ersetzt und keine Tarifgrenzen zwischen Görlitz und Skorzelitz mehr aufweist. Außerdem entfielen der Übergangstarif VVO Zwonn und das Azubi-Ticket Sachsen, da das Deutschland-Ticket eine bessere Alternative darstellt. In Sachsen fehlt es an Lehrern. Auch der Beamtenstatus lockt nicht alle Absolventen, im Freistaat zu bleiben.
Über 500.000 Schüler starten ins neue Schuljahr, mehr als im Vorjahr. Besonders viele Erstklässler beginnen, teils durch Zuwanderung bedingt. Kultusminister Christian Piwarz meldet über 1.000 neue Lehrer, davon viele Quereinsteiger. Trotz hoher Bewerberzahlen bleibt die Situation angespannt, vor allem in Ostsachsen an Berufs- und Oberschulen. An Schulen, an denen Lehrkräfte fehlen, soll ein flexibles Lernbudget helfen, externe Kapazitäten zu binden. An der Grundschule können dagegen nahezu alle Stellen besetzt werden. Das sei eine gute Nachricht, so Piwarz. Ziel sei es künftig, 2.700 Absolventen jährlich zu binden. Doch die Konkurrenz unter den Ländern bleibt hoch. Die Pulsnitzer Straße in Kamenz ist seit 14 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben. Seit Juni war die S95 komplett gesperrt und großräumig über viele Dörfer und Gemeinden umgeleitet wurden. Der 260 Meter lange Abschnitt wurde vollständig erneuert und weist nun kein Kopfsteinpflaster mehr auf. Die Baukosten von rund 250.000 Euro wurden vom Freistaat Sachsen finanziert. Der Unternehmer Stefan Menzel plant ein Hotel mit Wellnessbereich auf der Landeskrone in Görlitz. Seit März vergangenen Jahres ist Menzel Erbbaupächter und Eigentümer der gastronomischen Einrichtung. Sein Ziel ist es, den Berg zu einem attraktiven Ausflugsziel für Touristen und Einheimische zu machen. Am 10. August eröffnet er zunächst einen Biergarten für bis zu 100 Gäste. Um den Aufstieg zu erleichtern, fährt ein Shuttle-Express viermal täglich vom Görlitzer Obermarkt auf den Gipfel. Ab dem 1. September werden alle Gasträume renoviert, um ein uriges Landeskron-Brauhaus zu schaffen, das im November eröffnen soll. Zusätzlich wird der Wellnessbereich mit Whirlpools und einer Salzgrotte ausgestattet. Bis April 2025 sollen alle Arbeiten abgeschlossen sein, wobei die Investitionskosten knapp 1 Million Euro betragen. Der seit etwa 2 Wochen gesperrte Fußgängertunnel am Bautzener Kornmarkt soll in der kommenden Woche wieder geöffnet werden. Dies hat die Stadtverwaltung auf Anfrage mitgeteilt. Derzeit laufen Reinigungsarbeiten in dem Bauwerk. Laut Pressestelle war der Tunnel am 17. Juli durch Hydrauliköl aus dem Schacht des stillgelegten Fahrstuhls verunreinigt worden. Einen Tag später sei es noch zu einem Wassereintritt durch Starkregen gekommen. Der Fahrstuhl des Fußgängertunnels wird durch die Stadt Bautzen betrieben, ist aber seit 2013 stillgelegt. Begründet wurde dies mit einer Vielzahl mechanischer Schäden, vor allem im Tunnelbereich des Aufzugs, sowie mit der Schaffung eines barrierefreien Fußgängerübergangs am Kornmarkt. Die Brücke Pommerheider Radweg zwischen Lauchhammer West und Grünewalde, welche zum überregionalen Kohlewind-Wasser-Fernradweg gehört, musste kurzfristig aus Sicherheitsgründen gesperrt werden. Die Tragfähigkeit der Brücke ist aufgrund eines starken Pilzbefalls nicht mehr gewährleistet. In Abstimmung mit den kommunalen Partnern sollen nun Fördermittel akquiriert werden, um die vielgenutzte Brücke zeitnah wieder instand zu setzen. Geplant ist, das Brückenbauwerk Anfang kommenden Jahres zu sanieren, damit sie ab dem Sommerbeginn im kommenden Jahr wieder vollumfänglich genutzt werden kann. Am Dach der Neschwitzer Grundschule ist in den letzten Wochen ein Wasserschaden repariert worden. Laut Bürgermeister Gerd Schuster sollen die Arbeiten bis zum Schuljahresbeginn abgeschlossen sein. Es könne aber in den ersten Tagen noch Auswirkungen geben. Bereits im Frühjahr hatte die Gemeinde die Ausschreibung für die Reparatur veröffentlicht. Die Beschlussfassung konnte aber erst im zweiten Anlauf auf der Juni-Sitzung des Gemeinderates erfolgen. Man müsse die Ursachen und Verantwortlichkeiten für den Schaden prüfen, um festzustellen, ob ein Mangel vorliegt, so der Neschwitzer Bürgermeister. Die Kosten für die Maßnahme belaufen sich auf etwa 90.000 Euro. Auch die Fassade zeigt laut Gerd Schuster Feuchtigkeitsschäden. Die Landschildkröten im Bischofswerder Tierpark bekommen ein neues Gehege. Dieses wird am Sonntag, dem 11. August von 14 bis 18 Uhr im Rahmen des diesjährigen Tierparkfestes eingeweiht. Laut Leiterin Silvia Berger soll sich Emil, der schon seit vielen Jahren im Bischofswerder Tierpark lebt, die Anlage künftig mit 3 Weibchen teilen. Besucher können die Tiere im Schildkrötenhaus sowie in der mit Hügeln, Steinen und Pflanzen ausgestatteten Freianlage beobachten. Bei Emil und seinen Gefährtinnen handelt es sich um eine von 14 Schildkrötenarten, die als gefährdet gelten.
Wir starten die Polizeinachrichten heute erneut mit einem schweren Unfall. Heute Morgen kam es auf der B156 zwischen Niedergurig und Briesing zu einem schweren Zusammenstoß. Ein Hyundai kam in einer Rechtskurve offenbar nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem polnischen Kleinbus im Gegenverkehr. 9 Menschen wurden dabei verletzt, 5 von ihnen schwer. Wegen des schlechten Wetters konnten die alarmierten Rettungshubschrauber die Einsatzstelle nicht anfliegen. Rund 100 Rettungskräfte waren zeitweise im Einsatz. Aus bislang ungeklärter Ursache brannte am Aueweg in Girbigsdorf ein Strohlager nieder. 54 Kameraden der umliegenden Feuerwehren waren mit 11 Fahrzeugen zum Löschen vor Ort. Insgesamt wurden durch das Feuer 48 Strohballen, ein LKW-Anhänger sowie 3 Landmaschinen teils schwer beschädigt. Personen kamen aber nicht zu Schaden. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen nach auf rund 100.000 Euro. Die Brandursachenermittler der Kripo haben ihre Arbeit aufgenommen. Im Elbe-Elster-Land sind offenbar wieder vermehrt Diebe unterwegs, die es nicht nur auf Privathäuser abgesehen haben. Wie die Polizei mitteilte, wurde aus einem Verkaufsmarkt in der Sonnewaldstraße in Finsterwalde ein E-Bike entwendet. Die Höhe des Sachschadens beträgt hier etwa 2.800 Euro. Und in der Liebenwerdaer Straße in Falkenberg-Elster entwendeten Unbekannte aus einem Lagerraum mehrere Kisten mit Zigaretten. Der Schaden wird hier mit einigen 1.000 Euro angegeben. Sie sehen einen Wahlwerbespot zur Landtagswahl. Für den Inhalt und die Gestaltung ist die werbende Partei eigenverantwortlich. Unsere Heimat steht vor großen Herausforderungen. Es liegt an uns, für Sicherheit und Erfolg zu sorgen. Wir wollen, dass Sie ohne Angst vor Altersarmut leben können und setzen auf die fleißigen Menschen unseres Landes. Lassen Sie uns gemeinsam ein neues Kapitel für Sachsen aufschlagen. Ein Kapitel von Ordnung, Sicherheit, Freiheit und Frieden. AfD, damit Sachsen Heimat bleibt. Sie sahen einen Wahlwerbespot zur Landtagswahl. Für den Inhalt und die Gestaltung ist die werbende Partei eigenverantwortlich. Willkommen zurück. Haben Sie gewusst, dass die Sachsen eine lange Rassegeflügelzuchtgeschichte haben? Wenn Sie Mitglied in einer der zahlreichen Traditionsvereine sind, dann sicher schon. Für alle anderen gibt es seit dem 23. Juni ein neues Museum. Wir haben den Vorstandsvorsitzenden des Sächsischen Rassegeflügelzuchtverbands getroffen. Er hat uns für Sie einen Einblick in die aktuelle Ausstellung in Reichenbach im Haselbachtal gegeben. Die Rasse Geflügelzucht in Sachsen hat eine lange und tiefgreifende Geschichte, die bis in das 19. Jahrhundert zurückreicht. Sachsen war eines der Zentren der Geflügelzucht in Deutschland und hat bedeutende Beiträge zur Entwicklung und Förderung dieser Zuchtpraxis geleistet. In einigen Orten Deutschlands kann man die Geschichte dieser Zucht in Museen bereits erkunden. Doch obwohl Sachsen als Hochburg der Rasse Geflügelzucht steht, hat dies lange Zeit hier gefehlt. Das ließ der Sächsische Rassegeflügelzuchtverband, kurz SRV, nicht auf sich sitzen und ist zur Tat geschritten. Es gibt ja in Deutschland zwei größere Museen noch, eins in Thüringen, eins in Nürnberg. Und da wir in beiden Vereinen und in beiden Fördervereinen Mitglied sind, habe ich immer gedacht, Mensch, sowas müsste man selber haben. Und dann kam der Gedanke, dass wir sowas selber machen. Und so ist das knapp 6 Jahren entstanden, dass wir irgendwie sowas aufbauen wollen. Und dann ist es eben mit auf der Suche nach Räumlichkeiten, nach Häusern und Grundstück. Meine Devise war immer, es geht nur auf dem eigenen Grundstück und im eigenen Haus. Nicht, dass man irgendwo zur Miete vielleicht dann mal einen Kündigungsvertrag gibt und dann weißt du nicht, wohin damit. Und diese Räume wurden auch schnell gefunden. Mitten in der Westlausitz, in der Gemeinde Haselbachtal, wurde die ehemalige Schule in Reichenbach jetzt umfunktioniert. Nach der Begutachtung der Räumlichkeiten und der Zusage der ehemaligen Bürgermeisterin stand der Plan und Fördermittel zur Sanierung konnten beantragt werden. Dann haben wir den Fördermittelantrag gestellt beim Heidebogen über diese Förderung mit dem ländlichen und ist zweimal abgelehnt worden. Da habe ich eine Architektin gefunden, mit der ich jahrelang zusammengearbeitet habe, die viele Sachen gemacht hat, förderliche Sachen. Und da haben wir dann uns nochmal eine Schmiede gegeben und haben den dritten Antrag gestellt. Und da sind die Räumlichkeiten für das Museum und den Vereinsraum bewilligt worden. Und so haben wir die baulichen Sachen können alles erledigen. Ich konnte viele Firmen gewinnen, wo auch Rassegeflügelzüchter dabei sind.
Und natürlich dann ein einfaches Verhandeln mit den Leuten. Und die haben dann Hand in Hand haben wir das dann, sagen wir mal so, in anderthalb Jahren gemeinsam hier alles erschaffen. Und ich denke mal, es ist was Ordentliches draus geworden. Und es sollte ja für die Nachwelt da sein. Dank der Unterstützung zahlreicher Züchtervereine in der Lausitz und in ganz Sachsen konnte bereits jetzt eine beträchtliche Sammlung zusammengetragen werden. Also hier kann man sehen, die erstens mal die Geschichte, ein Teil der Geschichte mit dem Gründer, dann die Sache vom Denkmal, alte Schriftstücke, alte Bücher, alte Urkunden, alte Preise, alte Medaillen vom König Friedrich August und das waren schon Sachen, die wir auf jeden Fall alte Zuchtfreunde von uns erhalten haben. Dass diese Ausstellung und der SRV überhaupt existiert, ist einem Mann zu verdanken. Robert Oettel gilt als Begründer des Hühnerologischen Vereins in Görlitz, 1852 gegründet und damit einer der ältesten Vereine dieser Art in ganz Deutschland, hat er sich auch als internationaler Wegbereiter der organisierten Rassegeflügelzucht einen Namen gemacht. Mit diesem ersten Verband brachte Oettel den Stein ins Rollen und zukünftig wurde die Geflügelzucht zu einem wichtigen Bestandteil in der Region. Ende des 19. Jahrhunderts fand dann die erste Geflügelausstellung in Sachsen statt. Dabei bot diese nicht nur Platz für Austausch zwischen den Züchtern, sondern Tiere wurden präsentiert und prämiert. Einige solcher alten Preise werden heute in der Ausstellung gezeigt. Die ältesten Ausstellungsstücke ist halt ja eine Glaskrug und Meißner Porzellansachen. Das zeigt natürlich, dass früher schon die Qualität eine Rolle spielte, wird aber eben so, dass das nicht in solchen Mengen hergestellt wurde, wie es heute ist. Das waren eben Einzelstücke und das sind ganz wertvolle Sachen, die dann wirklich einen richtigen Wert haben. Die haben zwar den finanziellen Wert, aber den ideellen Wert, gerade wenn ich die Medaille von Friedrich August sehe, dann wenn man sowas besitzt, dann ist das schon eine Sache, die man, da zahlen Sammler viel Geld dafür. Doch neben den offensichtlich informativen und lehrreichen Sammlerstücken hat diese Ausstellung für Wolfgang John eine ganz besondere Bedeutung. Besonders ist für uns, dass wir das der Nachwelt erhalten können. Dass unsere Jugend, die staunen ja am meisten so. Unsere Jugendleiter, die machen ja auch Arbeitseinsatz, haben auch schon mal hier eine Räumungsaktion mitgemacht und so, wo das alles, weil ich alles im Keller hatte in der Baumzeit und so, haben die das alles überall verteilt und so. Und das dann wertzuschätzen, dass die erst mal wissen, was gab es früher und welche Sachen wurden denn überhaupt so gemacht. In welchen Formen und Tellern, gerade sehen ja die verschiedensten Sachen, was es alles so gibt. Es sind ja auch viele Sachen, die gemalt wurden und die dann in einer Porzellanfabrik oder irgendwo dann hergestellt wurden. Und das dann eben zu erhalten, ist schön. Für uns das Wichtigste, der Nachwelt zu erhalten, ist ganz einfach so. Wer sich die Ausstellung ansehen möchte, der kann am 29. September vorbeischauen. Da hat das neue Museum seine Pforten wieder geöffnet. In Zukunft ist auch geplant, dass die Ausstellung an einem Sonntag aller zwei Monate besucht werden kann, damit die einzigartige Geschichte über die Rassegeflügelzucht in Sachsen auch in vielen Jahren erhalten bleibt. Bis ins 18. Jahrhundert bewegen wir uns heute in der Zeit zurück. Räumlich müssen wir aber gar nicht so weit weg, denn das heutige Lausitzwelle-Kalenderblatt führt uns heute in die Nachbarschaft unserer Redaktion in die Hoyerswerdaer Altstadt. Damals fanden dort noch Hinrichtungen statt. Eine grausliche Geschichte erfahren wir gleich von der armen Magd Agnes Hernascht. Das Lausitzwelle-Kalenderblatt. Am 2. August 1769 wurde auf dem Marktplatz in Hoyerswerda die Magd Agnes Hernascht aus Rachlau hingerichtet. Sie hatte am 30. August des Vorjahres auf einem Hof in Großrieschen, wo sie ohne Lohn diente, den Schafstall angezündet. Man hätte ihr, nach damaliger Sitte, das Leben geschenkt, wenn sie den als ehrlos geltenden Henkersknecht geheiratet hätte. Das jedoch verweigerte die 19-Jährige. Laut Chronik starb sie gottergeben. Als wendische Braut geschmückt, wurde sie vom Wittichenauer Pfarrer und dem Kaplan zum Tode geführt. Beerdigt wurde Agnes Hernascht auf dem Hoyerswerdaer Friedhof. Das Lausitzwelle-Kalenderblatt. Den Wetterbericht und die Veranstaltungstipps gibt's jetzt noch wieder ganz liebevoll von der Redaktion für Sie zusammengestellt. Viel Spaß!
Die Greifvogelwarte Oberlausitz in der Walde bietet eine faszinierende Flugshow, bei der Besucher die Gelegenheit haben, Falken, Bussarde und Eulen in ihrer natürlichen Flugkunst zu erleben. Die Veranstaltung findet am Sonntag, den 4. August statt, wobei die Tore bereits um 14 Uhr für die Besucher geöffnet werden und die Show um 15 Uhr beginnt. Nach der Vorführung können die Gäste sogar die Vögel aus der Nähe betrachten und unter fachkundiger Anleitung des Falkners halten. Am Sonntag legt der Tierpark Finsterwalde ab 11 Uhr wieder zu seinem alljährigen Tierparkfest ein. Ein umfangreiches Programm wartet auf seine Besucher. So stehen unter anderem Führungen und Fütterungen der Tiere und abwechslungsreiche Mitmachangebote auf dem Programm. Auf die kleinsten Gäste wartet wieder die beliebte Dampflok und es sind auch wieder Kremserfahrten durch die Bürgerheide möglich. Die musikalische Umrahmung liefert unter anderem der Finsterwalder Frauenchor und die Jazzgruppe Swinging Colors. Seit mehreren Jahren schon werden regelmäßig freimaurerische Führungen angeboten. Bei der Führung am 6. August wird Rolf Thomas Lehmann an städtischer Freimaurer und ihr Wirken in und für Görlitz erinnern. Es werden Symbole erläutert und freimaurerische Rituale vorgestellt. So wird der Besucher auch erfahren, was es mit den drei Rosen auf sich hat. Evelyn Mühle, ehemalige Leiterin des städtischen Friedhofs, wird in gewohnter Weise über Friedhofsgeschichten berichten und Friedhofsgeschichten erzählen. Der Freitag begann mit starken Regenfällen in der gesamten Lausitz, welche sich bis in den Nachmittag hineinzogen. Zum Abend lässt der Regen nach und der Himmel klart auf. Die Temperaturen erreichten bis zu 20 Grad. Im südlichen Teil der Lausitz kam es zu stärkeren Windböen. In der Nacht kühlt es auf bis zu 14 Grad herunter. Uns erwartet ein teilweise sonniger Samstag. Nachts kann es stellenweise zu Regenschauern kommen. In den Bergen wird es zu Höchsttemperaturen von 23 Grad kommen und im Flachland steigt die Temperatur bis zu 26 Grad an. Die Temperaturen können in der Nacht in der gesamten Lausitz auf 14 Grad sinken. Auch der Sonntag bleibt bewölkt, jedoch ist mit deutlich weniger Niederschlag zu rechnen. Zum Montag können wir wieder mit einem überwiegend klaren Himmel in die neue Woche starten. Es erwarten uns Temperaturen bis zu 24 Grad. Auch die Nächte bleiben kühl. Und das war sie, die Drehscheibe Lausitz für diese Woche. Wenn Sie möchten, dann schauen Sie gerne nochmal in unseren Lausitzwelle-Wochenrückblick. Hier sehen Sie Nachrichten und Beiträge aus der vergangenen Woche noch einmal in der Wiederholung. Ich wünsche Ihnen jetzt ein schönes Wochenende und für alle ABC-Schützen ein schönes Fest. Auf Wiedersehen! Immer gut informiert mit Lausitzwelle für Ostsachsen und Südbrandenburg.